Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Brian Houston ist von seinem Amt als Vorstand der Gemeindebewegung Hillsong zurückgetreten. Ihm wird vorgeworfen, dass er von den Sexualdelikten seines verstorbenen Vaters gewusst hätte, diese aber nicht angezeigt habe. Houston bestreitet dies. Er muss sich nun am 5. Oktober in Sydney vor Gericht dafür verantworten. Trotz seines Rücktritts aus dem Vorstand bleibt Houston Pastor der Gemeindebewegung, die weltweit vor allem wegen ihrer modernen Lobpreismusik bekannt ist. Lieber viele kleine Gemeinden statt einer großen. Das hat sich der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden für Südbayern vorgenommen. Das Ziel: Jeder Einwohner soll innerhalb von 15 Fahrminuten die Möglichkeit haben, eine christliche Gemeinde zu erreichen. Um dies umzusetzen, sollen vor allem in ländlichen Regionen bis 2035 neue Gemeinden gegründet oder bestehende sterbende Gemeinden wieder zu neuem Leben erweckt werden. Wo bereits Landes- oder freikirchliche Gemeinden existieren, sollen Pfingstgemeinden das Angebot ergänzen. Ob auf Facebook, Twitter oder Instagram, viele Leute gehen in den sozialen Medien unbarmherzig miteinander um. Manche beschimpfen sich sogar gegenseitig. Ron Kupsch ist Generalsekretär von Evangelium 21, einem Netzwerk von evangelikalen Christen. Er beschreibt, welche Probleme er in der heutigen Streitkultur auf den sozialen Plattformen beobachtet. Das ist die mögliche Anonymität im Netz. Sie fördert meines Erachtens eine Verrohung im Umgang miteinander. Man lässt mal so richtig die Sau raushängen, weil man sich ja nicht wirklich offenbaren muss und nicht bereit ist, Verantwortung für das zu übernehmen, was man verbreitet. Wie man als Nutzer auf Social Media auch eine konstruktive Streitkultur miteinander aufbauen kann, dazu gibt Kupsch einige hilfreiche Tipps. Viele Menschen erwecken bei mir das Gefühl, dass sie niemand mehr hört. Und das kann schon eine große Hilfe sein, einfach mal genau hinzuhören und sie zu Wort kommen zu lassen, zu versuchen, sie so gut wie möglich zu verstehen. So kann Austausch von Gedanken ins Laufen kommen. Unabhängig von Meinungen und Werten sind alle Menschen Geschöpfe Gottes, so Kupsch. Alleine deswegen verdiene jede Person einen respektvollen Umgang von seinen Mitmenschen. Soweit die IDEA TV Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.